Ich darf gleich mal anfangen, wie die Mehrnutzungshecke entstanden ist in Kurzform. Wir haben Windschutzhecke ausgesetzt, so wie viele andere auch in den letzten 50 Jahren mit der Agrarbetriebsbehörde, Gott sei Dank, wieder ausgesetzt. Und wir wollten vermehrt Wildobst und Nüsse drinnen haben in der Hecke. Und durch diese Wildobst und Nüsse ist es dann zur Mehrnutzungshecke geworden. Dass man das gleich anschaulich sieht, da Wildobst, zum Beispiel die Griechel, heute geerntet, also momentan gerade reif, ist reif in gelber Form und die Griechel auch noch auch in roter Form, gibt es genauso wie bläulich ungefähr, ja. Das ist das, was die Mehrnutzungshecke einer schriftlicher Form in Kürbis eingraviert sogar dazu. Also das ist ganz was Besonderes. Und ich sehe mich als Bauer, als Verbindung von der Wissenschaft zur bäuerlichen Bevölkerung und vom Bauer sehe ich mich auch wieder als Verbindung zum Konsumenten. Das ist also Forschungsdemonstrationsbauernhof Binder, weil wir brauchen die Verbindung von der Wissenschaft zum Bauern und bis zum Konsumenten, alles miteinander, weil es nutzt nichts, wenn der Bauer macht, was er will und die Wissenschaft macht ihre Sache und der Konsument kriegt nichts mit davon. Und da sehe ich mich als Verbindungsmitglied und ich freue mich, dass ich das ausführen darf und weil ich mich als Verbindung sehe dazu, gebe ich euch ein Bild durch von der Mehrnutzungshecke, das ist mein Lieblingsbild ist, was da oben auch ist, also da in einem Groß, wo einfach alles miteinander verbunden ist, wo Produktion und die Hecke und das Land, also mit die Häuser und sogar der Zug ist auch sogar oben, also Verbindung, Mobilität sogar dabei, das ist das Leben in der Mehrnutzungshecke. Und wenn wir schon Mehrnutzungshecke leben sind, also wir haben heute alles wissenschaftlich ganz fundiert genau gehört, und ich, weil ich mich sehe als Verbindung von der Wissenschaft bis zum Konsumenten, sehe ich das also ein bisschen an der anderen Seite auch die Mehrnutzungshecken. Und zwar, für mich ist die Mehrnutzungshecke, Mehrnutzungshecken machen gesund. Ich werde es vielleicht fragen, warum gesund? Ja? Weil Mehrnutzungshecken wachsen, zum Beispiel Griechel, was wir da sehen, an Schlehen, Nüsse, und andere viele Früchte und diese haben wertvolle Inhaltsstoffe und diese wertvollen Inhaltsstoffe machen dich natürlich gesund, ganz klar. Das ist das Um und Auf. Ja. Und wenn sie mich gesund machen, machen sie mich auch glücklich, diese Nährstoffe. Und glücklich werde ich auch durch die Artenvielfalt, die in der Mehrnutzungshecke und neben der Mehrnutzungshecke entsteht. Ja. Und abwechslungsreiches Leben, natürliche Vielfalt, das ist das, was durch die Mehrnutzungshecke entsteht. Und das macht alle miteinander glücklich. Und das ist ja das, was wir wollen als Menschen. Und das geht ja im Leben. Und da sehen wir jetzt wieder ganz deutlich durch die Pandemie, wenn die Leute depressiv werden, dann brauchen sie eine natürliche Abwechslung. Und das können wir bieten mit der Hecken, ja, mit der Mehrnutzungshecke und in der Landschaft. Und mehr noch dazu, diese Mehrnutzungshecken machen auch zufrieden. Warum zufrieden? Der Mensch fühlt sich wohl in der natürlichen Umgebung und wenn du dich wohlfühlst, bist du zufrieden. Und wie es zuerst der Wilfried gesagt hat, der Windbreaker mit den hohen Häusern mit 200 Meter hoch. Wir haben die Windbreaker mit 20 Meter hoch maximal und das Glück haben wir gleich mit dabei gebachtet, ja, so sagen. Ja. Und die Zufriedenheit. Ja. Und die Mehrnutzungshecken bringen auch mehr Lebensfreude. Durch das harmonische Landschaftsbild bringt man Lebensfreude in die Menschen wieder rein. Das ist ja das, um was es geht. Wir leben in einer Monotonie dabei und wir brauchen Abwechslung. Und die Mehrnutzungshecken bieten Abwechslung. Landschaftsbild und noch was Essbares auch dazu. Ja. Und die Mehrnutzungshecken sichern auch die Lebensmittelversorgung. Durch qualitativ hochwertige Lebensmittel, die in die Wildfrüchte drinnen sind, haben wir eine Lebensmittelversorgung, wo man sagen kann, davon kann man wirklich leben. Ja. Das ist das, was mich
fit und vital macht. Und die Mehrnutzungshecken erschaffen Lebensqualität. Lebensqualität deswegen, weil es ist eine Oase der Vielfalt. Und Oase der Vielfalt, was will man da mehr? Also das, wir werden ja heute, sind ja am Nachmittag bei uns draußen bei den Hecken dann, und da sieht man, also man fühlt sich dann einfach wohl. Und das erschafft Lebensqualität. Und das geht es. Ja. Außerdem erschaffen die Mehrnutzungshecken Vertrauen in die regionalen Lebensmittel. Durch die intakte Natur, die wir haben, und die Lebensmittel wachsen in dieser intakten Natur, vertrauen diese Lebensmittel, dass das auch gute Lebensmittel und wertvolle Lebensmittel sind. Und da brauche ich keine Angst haben vor einem Lebensmittelskandal. Bei uns sieht man, wo es wächst, und man fühlt sich wohl in der Gegend, wo auch die Lebensmittel wachsen und produziert werden. Und das ist das Wichtige, dass ich dort, wo die Lebensmittel produziert werden, auch eine gute Lebensqualität habe, also dass ich die Lebensmittelproduktion verbinde mit Naturschutz. Und da kann ich mich wohlfühlen und da kann ich schauen, da wo ich Lebensmittel, wie es auf dem Bild da oben ist, also da habe ich die Hecken und die Lebensmittel wachsen daneben, und das sind dadurch wertvoll, und das ist das, was den Bauer ausmacht, wo ich sagen kann, ich bin wie der Bauer, wo ich sage, da kann ich herzeigen, das wächst gute Qualität da. Die Mehrnutzungshecken bieten auch einen Naherholungsraum. Das werden wir heute am Nachmittag erleben, live erleben, sagen wir so. Wir gehen durch die Mehrnutzungshecke mitten durch, und das ist wie wenn ich Waldbaden tue. Da bin ich mitten im Produktionsfeld, mitten da, wo die Lebensmittel produziert werden, und dann gehe ich 5 Meter weiter rein, und da fühlen wir es, wie wenn ich Waldbaden tue, die nehmen die Terpene auf, fahren die Bäume und das, also die sekundären Pflanzenstoffe, und das kann ich bieten, ohne dass ich irgendwo hinfahren muss und sage, da fahre ich in den Nationalpark und da schaue ich mir das an, sondern ich kann es, das gibt es bei uns, wo die Lebensmittel wie wachsen produziert werden. Ne? Und die Mehrnutzungshecken natürlich das Klassische, sie machen klimafit. Das ist die natürliche Klimaanlage, weil die Bäume kühlen und speichern CO2. Und das ist im Zuge des Klimawandels natürlich das Um und Auf. Das ist, was wir brauchen, auch dort, wo wir Lebensmittel produzieren, und nicht nur irgendwo, wo ein Wald ist, und dann habe ich kilometerweise gar nichts, sondern da habe ich die Ackerfläche, und dann habe ich dazwischen immer wieder Bäume, was kühlen und das Klima regulieren dann. Ja, zu guter Letzt, die Mehrnutzungshecken verbinden in jeder Hinsicht. Sie verbinden, weil es eine vielfältige Landschaft habe ich da, und mit dem wirtschaftlichen Nutzen, der mir Lebensmittel produziert, dort wo die vielfältige Landschaft auch ist. Und dann die Mehrnutzungshecken verbinden außerdem die konventionellen Bauern mit den Biobauern, weil das ist ja was, das kann ja jeder machen, egal ob es bio oder konventionell bist, und so sollen wir sollen sie nicht auseinander dividieren, das sind die und das, und wir sollen zusammenkommen, und das ist auch wieder Verbindung, das ist, wo der konventionelle Bauer auch sagen kann, schaut her, ich habe da auch was, wo ich produzieren tue, wo die Landschaft und das Klima auch passt. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich, die Mehrnutzungshecken verbinden im Bauern mit dem Konsumenten. Weil ein Bauer kann zeigen dem Konsumenten, da ist eine intakte Natur noch da, und ich kann auch meine Lebensmittel sagen, die sind jetzt dann mehr wert, weil sie in einer intakten Natur produziert werden. Ja, ganz wichtig. Ja, dann verbindet die Mehrnutzungshecken auch den Menschen mit den Menschen. Wenn ich da rausgehe und mache mir bei der Hecke und machen wir da jetzt eine gemütliche Stunde oder ein gemütliches Tratschab bei der Hecke von einem zum anderen, oder ich gehe spazieren neben der Hecke und kommen Menschen zusammen, also wird Mensch mit Mensch verbunden. Ja. Und ganz wichtig natürlich, der Mensch verbindet sich wieder mit der Natur durch die Mehrnutzungshecken. Man geht aus in der Natur, erlebt die Natur und fühlt sich wohl in der Natur. Was kann man besser sagen, als wir so ein idyllisches Bild in der Natur, da fühlt sich ja jeder Mensch wohl. Und das ist das Um und Auf der Mehrnutzungshecken, Produktion mit Naturschutz und Wohlfühlfaktor. Dankeschön.